der Griechischen Straße, das halten ein bisschen, und ich grüße sehr, sehr herzlich Frau Vove, die Tochter von dem Boxer, um den es jetzt gleich gehen wird. Und um uns geht, erzählt sie euch. Guten Tag, meine lieben Freunde. Ich begrüße euch ganz herzlich in meinem Namen und auch im Namen meines Vaters. Und der würde sich sehr freuen, wenn er so viel Anteilnahme miterleben könnte. Und ich begrüße auch ganz herzlich Lothar Eberhard, der sich sehr für ihn eingesetzt hat und recherchiert hat. Und alles hier um mich herum steht, nochmal vielen Dank für Ihre Anteilnahme. Ja. Bitte? Muss mal Ihren Namen nennen. Nee, das ist ein bisschen. Ja, liebe Freunde, wir stehen hier vor dem Stolperstein von meinem Vater und vor der Stätte, wo er seinen Sieg errungen hat und deutscher Meister wurde. Allerdings hat die Freude nicht lange gedauert. Nach 3 Tagen wurde ihm das Rote aberkannt und er ging so langsam seiner Vernichtung entgegen. Er wurde dann, ich bin 35 geboren worden und ein paar Monate später ist er abgeholt worden und nach Marzahn und Zwangsschädigung gebracht worden. Das war eine physische und psychische Vernichtung seiner und eine Entwürdigung, wie so viele andere Menschen natürlich auch. Und später wurde er eingezogen, musste im Deutschen Reich als Soldat dienen, wurde dann später schwer verwundet im Krankenhaus, wurde wieder gesund gepflegt und nachdem man ihn gesund gepflegt hat, hat man ihn nach Neuengamme ins Vernichtungslager gebracht. Hier auf diesem Poster ist seine KZ-Nummer drauf und die lautet 9841. In Neuengamme musste er den SS boxen, die wollten von ihm das Boxen lernen und die SS-Leute, das waren ja alles ausgefutterte und kräftige Menschen und er war ein einfacher Insasse von Neuengamme und hat verhungert. Und so ging es ihm ganz schlecht, er ging dem Ende zu. Und das Komitee, das Häftlingskomitee von Neuengamme versuchte ihn zu retten. Und doch schrieb ihn einen toten Polen aus. Und man schmuggelte ihn sozusagen ins Außenlager nach Wittenbergen. In Wittenberg war schwere Arbeit. Und das ging auch nicht lange gut, denn da erkannte ihn ein Kapo, weil der auch geboxt hat und er erkannte meinen Vater als Trollmann. Und er forderte ihn zum Boxen raus. Mein Vater hatte die besseren Argumente zufällig und schlug ihn K.O. Dieser Kapo, der war so rassistisch. Und ließ mein Vater ganz schwer arbeiten. Mein Vater war ein riesengroßer Mensch, er brauchte Nahrung, die es nicht gab. Und er ließ ganz schwer arbeiten, bis er vor Entkräftigung umgefallen ist. Und dann nahm dieser Karo einen Knüppel und hat ihn wie einen Hund erschlagen. Das war das Ende von meinem Vater. Das Boxen hat ihn groß gemacht, aber das hat ihn auch zum Tod gebracht. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Anteilnahme. Ich wünsche Ihnen alles Gute und kommen Sie gut weiter zurück und passen gut auf sich auf. Und ich möchte noch zum Schluss anmerken, das habe ich vorher vergessen, über den Deutschen Meister ist jetzt ein neues Buch rausgekommen. Ein Roman, den meine liebe Bekannte Steffi Barth geschrieben hat. Sie hat auch schon jetzt am 12. August rausgekommen, dieser Roman. Und sie hat schon einen Buchpreis, einen Literaturpreis gewonnen auf diesem Buch.
Es ist zu empfehlen, wirklich. Ich will ja keine Reklame machen, aber weil es nur noch ein deutscher Meister ist und wir vor dem alten Gebäude stehen, wo mein Vater seinen großen Sieg auch gemacht hat, da möchte ich das doch anklingen lassen. Ich danke euch sehr. Vielen Dank.